Ich bin der Dieter Schweiger, genannt der Obsthandel Didi. Und das ist meine Stadt München, neu gedacht. Ich liebe München, weil wir sind eine Großstadt, zugleich sind wir ein kleines Dorf. Wir haben eine gute Stimmung, beste Trinkwasser, super Wetter, tundige Leute und das macht uns wunderbar lustig. Das hier ist also die Ceresenwiesen. Ihr findet einmal im Jahr so richtig super pundig das Münchner Oktoberfest statt. Zwei Wochen lang wird gefeiert, gegessen, getrunken, gejubelt, gesprungen. Aber den Rest vom Jahr steht dieses große Areal einfach leer. Da kann man doch was draus machen. Ja, gerade bei so einem schönen Wetter hat man natürlich eine Menge Ideen, was man tun kann. Man könnte zum Beispiel Solaranlagen aufbauen, Strom gewinnen oder Ladegeräte für Autos, Motorräder, für Fahrräder. Oder man pflanzt Beete an, so richtig schöne Beete mit Gemüse, mit Beeren, mit Früchten. Da könnte man den Platz wunderbar nützen. Ein Riesengaudi. So, jetzt sind wir auf dem Münchner Viktualienmarkt angekommen. Der hat eine ganz lange Tradition. Über 200 Jahre hat der begonnen mit einem kleinen Kräuter- und Gemüsemarkt. Mittlerweile ist er total vielseitig. Erinnert mich ein bisschen an meine Großeltern. Die haben einen Bauernhof gehabt. Man kann alles kaufen. Gemüse, Früchte, Eier, Fisch, Geflügel, alles kann man kaufen. Und zu guter Letzt geht man noch im Biergarten oder in ein kleines Kaffeehaus. Wunderbar. Ja, logisch fallen mir Verbesserungsvorschläge für den Viktualienmarkt ein. Die müssen viel mehr regionales Obst und Gemüse verkaufen. Dann könnte man die Müllbeseitigung optimieren. Und zum Einkaufen soll der Kunde ganz einfach seine Taschen selber mitbringen. So einfach. Wir Münchner sind bekannt dafür, dass wir total lebensfroh sind. Dass wir lachen, essen, trinken zusammen. Und deswegen gehen wir sehr gerne in unsere Lokale, Restaurants oder Wirtschaften. Wie wir sagen. Ja, logisch fallen mir auch zu unseren Restaurants Verbesserungsvorschläge ein. Das Wasser könnte man recyceln, dann die Müllabfuhr optimieren. Ja, und das alte Speiseöl aus den Pfannen könnte man bedenkenlos zu erneuerbaren Diesel verarbeiten. Super Geschichte. Das ist unsere Stadt München. Neu gedacht. Wunderbar. Genau.